Schauen wir mal da vorbei. Wird bestimmt das Rathaus sein. Kopfgeldjagd. Diesen Monat gibt es eine Prämie für die Kreatur, die ihr als Sylphe kennt. Wenn ihr eine erlegen könnt, kommt vor Ende des Monats wieder und ihr erhaltet eine Belohnung von 2400 Goldstücken. Wir wissen nicht, was eine Sylphe ist. Nicht so wirklich. Und schon gar nicht wissen wir, wo wir sie finden können. Und ob wir innerhalb von den paar Tagen, die bis Ende des Monats sind, wieder hierher kurz zurückkommen können. Ja. Heil euch. Ich bin Sir Charles Quichot. Quichot. Ich bin nur der bescheidene Hüter dieser edlen Leute und stehe zu Diensten. Kreuzritter? Ha. So euer Wunsch, es ist ein Kreuzritter zu sein. Verdenken kann ich es euch nicht. Dieses Gefühl von Stolz nach Meisterung einer heroischen Tat ist wahrlich unerreicht. Die Aufgabe ist simpel. Ein Drache ist zu bezwingen. Ich kenne nur den einen, Wormtrax, den Herzlosen. Er haust in einer Höhle in Tartalia und quält die braven Bürger nahe seiner Höhle, so er sich dort befindet. Um diese Jahreszeit kann man ihn in seiner Höhle finden. Dies mag euer erster Drache sein, so lasst mich euch begleiten und euch mit Rat zur Seite stehen. So lasst uns denn dann ziehen und dieser schwarzen Kreatur Blut vergießen. Das wird noch eine ganze Weile dauern. Sicher, dass du mitkommen willst? Ja, ist er. Aufdringlicher Kerl. Also wir werden bestimmt noch wochenlang nicht auch nur ansatzweise gegen einen Drachen kämpfen wollen. Aber na gut, solange er kein Gold haben will, ist alles gut. Nur herein. Proviant für 12 Tage, das klingt doch gut. Und wir würden ganz gerne mal Akkumet spielen. Wie sind denn die Regeln? Achso, die erzähle ich euch gleich. Siegesbedingungen in dieser Taverne. Bei uns fangen bei Arkomage die Spieler mit einem 20er Turm und einer 5er Mauer an. Das Ziel ist entweder ein Turm von 50, von einer Ressource 150 oder die Zerstörung des gegnerischen Turms. Okay, spielen. So, Arkomage, das Spiel im Spiel, mag ich eigentlich ganz gerne. Erinnere mich so ein bisschen an Magic, was ich früher recht exzessiv gespielt habe. Wir haben also hier unseren Turm, das sind unsere Lebenspunkte und wir haben eine Mauer vor dem Turm. Das heißt, wenn uns jetzt Gegner angreifen, wird zuerst die Mauer vernichtet und dann der Turm. Ziel ist, wie er gesagt hat, entweder den feindlichen Turm zu besiegen, eine Ressource auf 150 zu bekommen, was ganz schön happig ist, weil wir kriegen pro Runde momentan nur 2. Das heißt, es würde 70 Runden dauern, bis wir gewinnen würden, indem wir keine Ressourcen ausgeben dürften. Oder unseren Turm auf 50 bringen. Also, was haben wir denn an Ressourcen momentan? 7 von jedem. Steine, Juwelen und Kreaturen. Das hier macht, dass wir plus 1 Magie bekommen. Das heißt, wir würden dann pro Runde 3 blaue Punkte bekommen. Was schon mal sehr praktisch ist. Das mache ich doch gleich mal. Er kriegt jede Runde 1 mehr Rot. Gegner nimmt 2 Schaden. Weiterer Zug für 1 Grün. Ja. Turm des Gegners nimmt 3 Schaden, Turm des Gegners nimmt 4 Schaden. Also ich glaube, unser Weg ist schon mal festgelegt. Wir wollen einfach den gegnerischen Turm zerstören. Nur haben wir gleich keine grüne Mana mehr dafür. Autsch. 17-17. Menno. Gegnerische Turm nimmt 3 Schaden oder wir kriegen plus 11 Turm. Plus 11 Turm. Plus 6 Mauer. Sehr schön. Das da ist sehr schön. Plus 8 Magie. Was? Nee, plus 8 Mauer, plus 5 Turm. Ich dachte schon, 8 Magie wäre ganz schön viel. Plus 3 Mauer und Gegner nimmt Schaden. Sehr gut. Und wir haben hier eine Karte, die sehr, sehr praktisch ist. Der Drache hier. Aber 25 Kreaturen ist doch ganz schön übel. Das heißt, theoretisch könnte ich die auch ablegen. Also wenn ich nichts spielen kann oder will, kann ich auch Karten mit Rechtsklick ablegen. Plus 3 Kreaturen plus 1 Bestiarium für alle Spieler. Ja, doch, komm. Und prompt schmeißt er eine grüne Karte.
Plus zwei Stein, plus zwei Juwelen und weiterer Zug für null. Also ja, das Spiel hat sehr viel mit Glück zu tun. Sehr, sehr viel. Zumal man sein eigenes Deck auch nicht irgendwie modifizieren kann. Es sind immer die gleichen Karten, die durchgewürfelt werden bei jedem neuen Spiel. Du musst runter. Turm des Gegners nimmt zwei Schaden. Weiterer Zug für sechs. Das ist ganz schön teuer dafür, dass er nur zwei Schaden nimmt. Nö, wir erhöhen lieber alles von uns. Denn wir haben gleich gewonnen. Wir brauchen nur noch 12 Turm. Wir brauchen nur noch 5 Turm. Ja, wir klauen dem Gegner einfach Ressourcen. Oder Gegner nimmt 10 Schaden. Turm des Gegners nimmt 5 Schaden, minus Kreaturen. Ja, ich klau lieber was. Sehr schön. Komm schon, wir brauchen nur noch 5 Turm. Gegner nimmt 6 Schaden, minus 5 Steine. Ja, oh. Minus 5 Steine, Juwelen und Kreaturen für alle Spieler. Nein. Hm. 5 Schaden, 14 Kreaturen. Nö, komm, ich schmeiß mal dich weg. Plus 5 Mauer. 6 Juwelen Abzug. Was? Das könnte knicken. Gegner nimmt 7 Schaden. Komm schon. Wenn Steinbruch größer, nee, kleiner als Steinbruch des Gegners plus 2. Ja, das stimmt. Also wir hatten gerade den Steinbruch von 2, also jede Runde 2 rot und er hatte 4. Deswegen hat die Karte uns 2 gebracht, sonst hätte sie halt nur eingenommen. Und wir brauchen entweder ganz schnell eine Mauer oder 5 Turm. Also werde ich doch die Überstunden bezahlen müssen, was doof ist. Wow, 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 ganz ruhig. Turm des Gegners nimmt 3 Schaden. Er gewinnt gleich. Turm des Gegners nimmt 5 Schaden, ja. Fehlen immer noch 9. Plus 2 Bestiarium, das ist gut. Plus 12 Mauern ist auch gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. In 6 Schaden, minus 3 Kreaturen für Gegner. Er hat eine Mauer, das bringt fast gar nichts. Ich glaube, ich nehme mal die Ressourcen weg. Also wir kriegen jeder einen Steinbruch weniger, aber ich habe allgemein mehr Steine als er. Also ist verloren. Mist. Nochmal. Also, mehr Magie, mehr Turm. Und der Gegner kriegt auch einen kleinen Bonus, aber ist egal. Oh, mehr Magie. Nee, mehr Mauer und Juwelen. Komm schon, plus 2 Bestiarium. Also möglichst schnell die produzierenden Sachen hochtreiben, ist am Anfang eine recht gute Taktik, finde ich. Plus 10 Turm, plus 5 Mauer, plus 5 Kreaturen. Sehr schön. Plus ein Turm, weiterer Zug. Oh, wir könnten jetzt schon gewinnen, wenn wir das da hätten. Aber 24 Steine, das dauert noch ewig. Eine Karte ziehen, eine Karte ablegen, weiterer Zug für 2. Nö. Gegner kaputt hauen. Plus 6 Turm. Ja, doch, das sieht gut aus. Gegner nimmt 2 Schaden. Alle Spieler verlieren 8 Steine. Das wäre nicht so gut. Er hat nur 2. Gegner nimmt 5 Schaden. 2 Steine, 2 Juwelen, weiterer Zug. Schön. Plus 8 Turm, plus 3 Mauer. Sehr schön, sehr schön, sehr schön.
Nächste Runde müssen wir gewonnen haben, wenn das hier durchgeht. Das heißt, wir legen das einfach mal ab. Tada! 1200 Gold. Begleiter nehmen 12. Aber ja, damit haben wir das erste Ding gewonnen. Das schreibe ich mir gleich mal auf. Erasia. Arco gewonnen. Weil wir müssen ja in allen 13 Städten das gewinnen. Und das wird später sonst ein bisschen unübersichtlich, wenn ich es mir jetzt nicht aufschreibe. So, schließen. Schließen. Fähigkeiten lernen. So, so gibt mein Geld aus. Die meisten brauchen es nicht. Aber trotzdem habe ich einfach gerne später alle Skills mit allen Klassen, sofern sie überhaupt können. Waren wir beim Waffenhändler überhaupt wegen besseren Bögen? Das könnten wir nochmal machen. Und dann in die Zaubererschulen sollten wir auch noch gehen. Guten Tag, darf ich helfen? Nö, du hast nur Klingen. Die bringen uns nichts. Was haben wir hier denn noch? Ein Privatmann? Schildexperte. Das sollten wir uns merken. Auch wenn es noch ein wenig dauern wird, bis er Schild auf Experte hat. Oder sie. Aber ja, in Erasia hier vorne Schildexperte. Lord Markham. Was willst du uns über Lord Markham sagen? Also habt ihr Lord Markhams Wettbewerb gewonnen? Und wie gefiel euch euer Preis bis jetzt? Schon genug? Wenn ich in eurer Haut stecken würde, würde ich ihn schon wissen lassen, was ich davon halte. Seine Villa ist in Tartalia in der Nähe des Steges. Ja. Körperresistenz. Aber nur vorübergehend. Seid gegrüßt, mein Name ist Quillian und ich kann aus Erz, das ihr mir bringt, Waffen herstellen. Ich werde das beste Erz zuerst verwenden und nehme nur Erz von einer Person zu einer Zeit an. Ja, also hier könnten Waffen herstellen. Er schmiedet Rüstung. Ebenfalls aus Erz. Und sie stellen Kilkanlitzin her. Das heißt, ich werde hier unsere Erzklumpen, die wir bisher gesammelt haben, verbrauchen. Weil ich finde, dass die Kinkerlitzin am meisten bringen. Weil die können von den meisten Leuten auch benutzt werden. Also ein Helm, Handschuhen, Umhang und so weiter kann jede Klasse tragen. Wenn wir jetzt Rüstung herstellen würden und wir bekommen die ganze Zeit Kettenrüstung, dann kann keiner damit was anfangen. Jedenfalls. Außer Lay vielleicht. Also hätten wir gerne Gegenstand. Gegenstand. Pilz. Eine Rose. Ja. Da es halt sehr schlechtes Erz war, brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Haben wir nur stinknormale Stiefel bekommen. Mist. Wir merken uns trotzdem, dass hier die Schmiede sind. Für später, wenn wir mal besseres Erz gefunden haben. Kreuzritter. Was? Ihr wollt auch Kreuzritter sein? Langsam quillt unsere Stadt von denen über, glaubt es mir. Naja, es gibt hier einen verrückten Kerl, der im hinteren Teil eines Hauses in der Stadt mitwohnt. Es versuchen immer wieder welche, sich von ihm helfen zu lassen. Aber er weist alle ab. Viel Glück. Er hier? Dann muss er uns ja echt für vielversprechend halten. Trotzdem ist es sehr skurril, dass er sofort mit wollte. Wahrscheinlich wollte er einfach nur von zu Hause weg. Die schönste im ganzen Land. Einen Moment, ich muss kurz nachsehen. Spieglein, Spieglein an der Wand. Die Hexe starrt für ein paar Minuten in ihren Spiegel. Dann seufzt sie. Immer noch Alice Hargreaves. Sie lebt auf Schloss Greifenherz. Das Mädchen ist eine echte Schönheit. Ist sie wirklich? Erinnert mich an meine eigene Jugend. Tut sie wirklich? Ja, jeder wird alt. Da kommen wir nicht drum rum. Experte Schwerter brauchen wir nicht. Und Tukor Schlitzer haben wir, glaube ich, schon gefunden. Oder auch nicht. Wir hatten einen Großmeister für Schwerter in Harmondale. Also in dem Dörfchen südlich von Harmondale. Nichts Besonderes. Okay. Da war das Rathaus. Hier sind Kinkerlitzchen. Und hier ist ein Alchemist. Kann ich euch helfen? Das würden wir gerne loswerden. Und das? Und was hast du so Besonderes? Oh, Zauberstäbe. Starte Betäubung? Nee. Feenstab der Schwärme. Sowas ist sehr praktisch.
wenn man gerade keinen Mana hat und auf Gegner trifft, die unbedingt nur mit Magie vernichtet werden können. Aber 2550 ist doch ein wenig happig. Und diese Schwärme sind übrigens den Zauber, den ich mit ihr eigentlich lernen wollte zuerst. Bevor ich jetzt auf Luft eher umgestiegen bin. Der ist nämlich recht praktisch und kostet nicht so viel Mana. Eile, Feuerball. Nee, wir wollen kein Feuermagie lernen. Luftresistenz, Feuerdorn. Trollblut. Irrsinn heilen. Das werden wir hoffentlich nicht so schnell brauchen. Standard. Oh, Stahlstiefel. Die kaufen wir mal. Und einen ordentlichen Umhang. Feueraura, Feuerresistenz. Fünferresistenz, Fünfer Kraftdingens. Nö. Viele. Das reicht mir. Die werden noch verkauft. Du kriegst den Umhang, du kriegst die Stahlschuhe. So. Das heißt, da oben im Schloss waren wir noch nicht. Da auf dem Hügel waren wir noch nicht. Das da wird eine Kirche sein. Und hier noch ein, zwei Gebäude. Den ganzen Bereich, hier sind wir schon einmal abgeklappert. Hallo Greif. Königsgreif. Sehr viele Lebenspunkte. Also wir sollten hier keinen Unsinn anstellen. Das wäre sehr, sehr schmerzhaft. Die Wachen sehen allerdings ein wenig komisch aus. Sie sehen eher wie Banditen aus. Ja, Räuber. Ein interessantes Königreich. Aber gut, passen wir wohl ganz gut rein. Guten Tag. Auch wenn wir eigentlich immer das Richtige tun wollen, am Ende wird es das Falsche. Jedenfalls war es bisher so. Danke, bis dann. So, also, Inventar haben wir einigermaßen aufgeräumt. Großteil der Stadt haben wir erkundet. Ich würde jetzt noch ganz gerne zu den Magierschulen. Und danach hält uns fast nichts mehr hier. Also wir haben das Arcomage gewonnen, wir haben uns ausgerüstet, wir haben sehr viel Geld ausgegeben, aber auch ein paar Sachen verkaufen können. Und danach könnten wir eigentlich nach Harmondale zurück und von da aus Richtung Zwerge. Das wäre, glaube ich, so die beste Idee. Schloss Greifenherz. Gilden. Gilden klingt sehr gut. Was haben wir denn da? Meistergilde des Körpers. Obere Gilde der Seele. Geistergilde. Wo sind die Elementarschulen? Oder gibt es die hier gar nicht? Ah, das wäre nicht so schön. Aber gut, gucken wir mal ganz kurz, was sie für Zauber haben. Willkommen in der Gilde des Geistes. Lähmung heilen, Charme, Lähmung heilen. Was macht Charme? Der Zauber beruhigt eine einzelne Kreatur und beseitigt alle feindseligen Gefühle der Gruppe gegenüber. Oh, das hätten wir mal vor einer Weile gebraucht. Aber braucht halt Experte. Was Willkommen in bald der Gilde wirklich der mal geholt werden sollte. Tote auferwecken. Das ist sehr praktisch. Seelenmagie am Roch Experte. Also 7 Punkte drin. Das dauert noch eine Ecke. Bewahrung, Heldentum, geteiltes Leben. Das war, was ich meinte. Da werden alle Lebenspunkte zusammengeschmissen, dann was drauf addiert und dann wieder verteilt. Das dauert aber noch. Wir sollten uns auf jeden Fall merken, hier in Erassia bei den Menschen gibt es die sehr guten klerikalen Zauber. Willkommen in der Körpergilde. Regeneration, Krankheit heilen, Gift heilen. Hammerhand. Sehr schön. Krankheit heilen. Nee. Ist alles nichts für uns. Das heißt, wir laufen jetzt zu den Stellen, versuchen dann ein Pferd zu bekommen nach Harmondale und werden dann wieder Richtung Süden laufen. Weil Kutschen gibt es nicht, soweit wir gehört haben, Richtung Zwergenreich. Die sind da etwas autark. Warum auch immer. Wahrscheinlich wollen sie einfach nur ihre Ruhe haben, was ja auch ganz gut zu Zwergen passt. Einfach nur in ihren Berg verbuddeln und mit den anderen möglichst wenig Kontakt haben. Mal gucken, wie die auf uns reagieren werden. Verzeih, komm an einem anderen Tag wieder. Nee. Bis Sonnenaufgang. Geschlossen. Ist dann noch Langschläfer. Hallo, ihr wollt reisen? Tatalia oder Deja? Nein. Noch einen Tag warten. Also wir treiben uns hier in der Stadt rum. Hallo. Hamdi. Es geht sofort los. Sehr schön. Trautes Heim, Glück allein. Das heißt, jetzt wird erstmal abgespeichert. Und in der nächsten Folge laufen wir abermals Richtung Süden an dem Dorf vorbei.
gehen aber diesmal nicht zu den Höhlen, was ja keinen Sinn macht, die haben wir geklärt, sondern halt zu den Zwergen. Und da versuchen wir eine Audienz beim König zu bekommen, um dann das Schloss wieder in Stand zu setzen. Also unser Schloss. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder.